Kuriose aus DDR und BRD-Nationalhymne. Gespielt vom Morgenstern-Quartett, bildete den musikalischen Auftakt zum Neujahrsempfang des CDU-Wirtschaftsrates am 23. Januar in Rostock. Gastgeber war das Unternehmen Dr. Distel GmbH. Kurzerhand wurde eine Produktionshalle, wo sonst Lüftungs- und Klimatechnik produziert wird, zum Festsaal umdekoriert. Stargast des Abends: Peter Michael Distel, letzter Innenminister der DDR, heute gut betuchter Rechtsanwalt, der immer wieder mit streitbaren Mandatschaften und provokanten Thesen von sich reden macht. Wollen wir sprechen, Herr Distel? Sie haben ein Buch geschrieben. Das ist ganz spannend. Aber die erste Frage, die ich Ihnen stellen wollte: Wann gehen Sie ins Dschungelcamp? Also ich habe fest vor, dahin zu gehen, aber da sind ein paar Voraussetzungen notwendig. Also vollständiger Vermögensverfall. Sie grüßen mich auf der Straße nicht mehr, meine Damen und Herren. Meine Brüder gratulieren mir nicht mehr zum Geburtstag. Also ich habe eine innerliche, seelische, geistige Verzwergung durchgemacht. Eine Verödung, Vereinsamung. Und unter diesen krassen Bedingungen würde ich auch ins Dschungelcamp gehen. Man hat ja dann regelmäßig ein Eiweißdefizit und dort kann man dann wieder das essen, was man sonst nicht kriegt, Raupen, Schnecken und Mäuse und Ähnliches. Ja, entschuldigen Sie. Rund 100 Gäste waren der Einladung des CDU-Wirtschaftsrates Rostock gefolgt. Parteimitgliedschaft ist hier keine Voraussetzung. Wir sind eine Möglichkeit für Menschen, die sich politisch engagieren wollen, die aber nicht die Zwänge und die engen Rahmen von politischen Parteien haben möchten. Eine Möglichkeit, sich zu engagieren, haben oft kurze Wege in die Politik, sind gut vernetzt bis nach Berlin oder auch nach Schwerin und können viele Sachen anders abstimmen, als wenn man als einzelne Person losgeht und versucht, irgendetwas zu erreichen. In erster Linie befinden wir uns ja in einem Jahr der Jubiläen. Nicht nur Beethoven, sondern eben auch ein Jubiläum der deutschen Einheit. Und da haben wir uns gesagt, es könnte dann auch sehr gut passen, dass man die deutsche Einheit, die ja sich zum 30. Mal jährt, in einer würdigen Form feiern werden. Und ich hoffe, dass trotz der Umstände, dass wir in einer Produktionshalle sind, Freude und Spaß haben werden und auch durch den Rückblick, den mein Bruder Peter Michael Distel geben wird, auch in die Zeit erinnert werden, wo die deutsche Einheit begann und wie sie begann und auf welchem Stand wir derzeit sind. Insgesamt sind es 5 Distel-Brüder. Der Vater ein Offizier in Wehrmacht und NVA, die Mutter eine gläubige Christin. Keine Pionierorganisation, keine Jugendweihe, keine FDJ. Die Distel-Söhne waren unangepasst. Peter Michael hatte wohl den größten Geltungsdrang. Dieser spülte ihn in der Wendezeit in die Politik. Auch hier war er kampfesmutig und provokant. Die Stasi-Akten hätte er am liebsten schon 1989 geschlossen. Den Frust vieler Ostdeutscher führt er auf die Übernahme durch den Westen zurück. Die AfD, peinlich, auch alles nur Westexporte. Was ich von Anfang an so empfunden habe, dass man die Menschen im Osten nicht so genommen hat, wie man sie hätte nehmen müssen, nämlich mit ihrer Geschichte. Wenn Sie einen Baum oder eine Pflanze verpflanzen, meine Damen und Herren, dann müssen Sie so viel wie möglich Wurzeln mitnehmen und nicht oberhalb der Erde den Stamm abschneiden. Wir haben nicht die deutsche Einheit. Wir sind die Knechte im eigenen Land. Wir haben 200 Botschafter. Diese Republik, diese große, mächtige, schöne Bundesrepublik Deutschland hat 200 Botschafter. Raten Sie mal, wie viele da aus dem Osten kommen oder eine ostdeutsche Sozialisierung haben. Nicht einer. Wir haben über 80 Universitäten, Hochschulen in Deutschland, staatliche Universitäten und Hochschulen. Raten Sie mal, wie viele Ostdeutsche Rektor einer solchen Einrichtung sind. Nicht ein einziger. Und so geht das weiter. Gehen Sie mal in die ostdeutschen Landesministerien. Herr Böhm, ich höre gleich auf zu schimpfen, damit Sie das Gefühl, was ich darstellen will, auch richtig mitnehmen können. Natürlich finden Sie in den ostdeutschen Landesministerien auch Ostdeutsche, als Pförtner und als Kaltmamsel und als Sicherheitskräfte. Ab Referatsleiter und stellvertretender Referatsleiter haben die eine andere Sozialisierung. Das halte ich für verfassungswidrig. Da gibt mir auch jeder recht, weil dieser gleiche Prozess im Altbundesgebiet, meine Damen und Herren, nicht stattfindet. Da sind keine Rostocker Staatssekretäre, Abteilungsleiter und Ähnliches. Und deswegen glaube ich, ist einiges schiefgegangen, was gesagt werden musste. Peter Michael Distel legt den Finger in die Wunde. Sein Buch ist voller Widersprüche, die auch er nicht auflösen kann.
Für den unbefriedigten Osten hat auch er keine Lösung parat. Vielleicht ein Beispiel, sein eigenes. Maul aufreißen, nicht unterbuttern lassen, zur eigenen Geschichte stehen.